Ja, moin aus dem Millantor-Stadion. Wir sind heute in der Edeka-Loge, weil wir das nächste Adventskalendertürchen ausgelost haben und unsere beiden kleinen Gewinner dabei haben, die heute zum Plätzchenbacken mit Philipp und Cello dabei sind. Und ich würde die zwei direkt mal dazu holen. Das sind nämlich Leonardo, der backt mit Philipp zusammen, und der kleine Leon. genau. Der backt heute auch fleißig mit. Schön, dass ihr hier seid. Seid ihr backerprobt? Und wie sieht's bei dir aus? Hast du schon oft Plätzchen gebacken? Ja, schon. Ja? Sehr gut. Und bei dir, Philipp? Ja, früher mit Mama mal natürlich. Gehört natürlich dazu, mit meinem Bruder. Bin ein bisschen geschult. Super, dann seid ihr ja schon mal ein starkes Team, genau. Glaube ich. Chado, du warst letztes Jahr schon mal zum Backen hier? Ich habe letztes Jahr bei der Challenge mitgemacht, deswegen ein bisschen Erfahrung habe ich schon. Und Leon, kannst du auch backen? Ja, ne? Ich glaube, Favoritenrolle ist klar, aber es geht ja um nichts, es geht ja um den Spaß, ihr macht das schon. Ja, was ist das Wichtigste, bevor man überhaupt anfängt in der Küche? Leonardo, weißt du das? Ja, das hast du sehr gut gesagt, deswegen einmal Ärmel hochkrempeln, wer Ärmel hat, du nimmst Leon mit. Komm. Und dann trefft ihr euch noch besser. Okay, zeig mal her die Hände, alle sauber. Okay, ich glaube, es wurde genickt im Hintergrund. Wir können loslegen. Du kannst ja mal erzählen, was haben wir jetzt hier alles? Was erkennen wir? Mehl. Ja. Ein Ei. Ja. Zucker. Auch gut. Und Butter. Ja. Meint ihr, daraus kriegen wir einen Teig hin? Nein. Dann beweisen wir dir jetzt das Gegenteil, Cello. Es steht nämlich, das könnt ihr ja einmal euch durchlesen, drauf, was ihr zu tun habt. Das ganze Glas kannst du nehmen und sehr einfach hier gut reinhauen. Genau. Ist alles raus. Das Ei hier rein. Möglichst ohne Schale. Top. Komm, ihr seid auch gleich schnell das jetzt. Ja, arbeiten zusammen. Ja. Jetzt? Dürft ihr kneten? Dürfen wir kneten. Willst du anfangen? Ja? Dann tun wir deine Hand da rein. Genau, kannst auch mit dem Ei mitnehmen. Mach's noch ein bisschen genauer zusammen. Wie schmeckt der Keks? Nick? Das kannst du den da. Ja, nimm noch ein bisschen die Reste. Aber den. So, Zeit ist um. Teig hat lang genug geruht. Wir haben jetzt einen rausgenommen, weil dein Teamkollege hat sich für einen Moment verabschiedet. Verabschiedet, ja. Der kommt dann aber nochmal wieder, hat er gesagt. Ja? Okay. Dann kommst du so lange alleine klar. Ja, okay. Dann, du hast dich bereit erklärt, den auszurollen, ne? Dann darfst du den mit Philipp zusammen schon mal rausholen. Genau. Man muss ja sagen, dafür, dass Leon jetzt nicht da ist, dafür nehmen wir seinen Teig. Yeah. Warte, bevor, was? Also. Was macht man, bevor man anfängt, einen Teig auszurollen? Mehl. Du hast uns das so selbstverständlich in die Hand gedrückt. Du wolltest da reinreiten. Und jetzt lacht sie dreckig. Und geht nach hinten. Ja. Kannst mal richtig reindrücken, runter. Das ist immer, das ist früher auch immer das Problem. Das ist das Schlimmste, wenn der Teig dann an der Rolle kleben bleibt. Machen wir hier noch ein bisschen fester. Ich darf raussuchen? Förmchen aussuchen. Wer hat schon kein Teamkollegen mehr, dann darf er wenigstens aussuchen, was wir ausstecken. Nimm die vier. Die vier? Ja, die sehen am besten aus. So, da sind sie. Kekse sind aus dem Ofen geholt. Ja, was ist der nächste Schritt? Also, sie sehen schon schön aus. Ach, super. Dann würde ich sagen, dürft ihr zugreifen. Ich kann es nicht, oder? Welche
jetzt die bunten oder die? Wollt ihr mal Speise tauschen eigentlich oder seid ihr mit Schokolade einfach... Leo hat hier schon wie eine Feuerwehr losgelegt. Okay. Ja, ich nehme ja auch nicht so viel. So, das war ja schon mal schön bunt, aber ich würde sagen, es geht sogar noch bunter. Deswegen machen wir jetzt nochmal das nächste Topping für die Kekse und zwar Icing, habe ich gelesen, heißt das Ganze. Philipp, du weißt schon, was wir dafür brauchen? Ja, steht hier tatsächlich. Für das Icing brauchen wir Eiweiß. Ich bin mal gespannt, wie Cello das hinkriegt, das Eigelb vom Eiweiß zu trennen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. Dazu haben wir Puderzucker, eine Prise Salz und einen halben Teelöffel Backpulver. Das schauen wir uns jetzt mal an. Was Eiweiß hier rein? Gelb darf nichts, ne? Nein, nichts, gar nichts. Dann Wasser. Schale ist auch dabei. Schale ist bei meinem Rührei auch morgens auch drin. Ein bisschen Salz rein. Ja, mach mal rein, ein bisschen Salz. Das ist wirklich nicht zu viel. Super, das nehme ich so mal rein. Genau. Das Seekanone. So soll das aussehen, das Ganze. Jetzt ist es ja noch ein bisschen hell. Können wir natürlich auch ein bisschen benutzen. Aber Leonardo, wollen wir das ein bisschen bunt machen? Ja. Okay, dann suchen wir uns einmal Farben aus. Die stehen da neben euch. Könnt ihr euch schon mal welche aussuchen? So, unsere Farben, unser Icing ist fertig. Können wir alle präsentieren. Also, Leonardo hat ein richtig schönes, kräftiges Rot hinbekommen. Du hast auch so einen sauren Apfelgrün, sehe ich da. Cello hat mich mal geremixed und hab. Das ist wie bei man. Grau rausbekommen. Dekorieren wir die Arme noch weiter? Oder machen wir die nur bunt? Kann ich ein bisschen präziser arbeiten? Bunt passt. Bei mir ist schon was. Ja, das ist okay. Philipp hat gesagt, die Küche muss so aussehen. Dann backen. Ja. Bringt ihr eigentlich morgen was mit an die Kollegen auch? Ja, selbstverständlich. Freuen sich doch alle. Ja? Eti ist eine kleine Naschkatze. Ja? Ja. Der hat vorhin schon gesagt, beim Training, dass ich ihm was mitbringen muss. Ja, meint er, dass es so gut schmeckt, dass das Mitbringen fähig ist. Okay. Ja, das sind sie. Fertig ist unser buntes Blech. Ich finde, die sind sehr, sehr schön geworden. Was meint ihr? Ja. Zufrieden? Ja. Sehr, sehr gut, ja. Ja, habt ihr alle sehr gut gemacht. Auch Leon, der da nicht mehr wiederkommen konnte. Aber... Nein. Es ist auch spät mittlerweile, wir haben ja auch eine Weile gebacken. Vielen Dank an Edeka, dass wir hier heute backen durften mit euch. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was dazugelernt. Ja, das ist perfekt, wie man... Hat sehr viel Spaß backen. Gemacht. Hat natürlich zwei auch gute Teampartner mit Leo und Leon. Und ich hoffe, euch da draußen gefällt es auch, unser Ergebnis. Und wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ja, lasst uns mal wissen, wie sie an der Color ankam. Und genau. Du hast jetzt das Schlusswort. Würdest du sagen... Du bist zufrieden mit dem, wie die beiden gearbeitet haben? Ja, bin ich schon. Okay. Sehr gut. Damit frohe Weihnachten.